So, in diesem Video schauen wir uns die Tesla-Aktie mal gemeinsam hier an am Bildschirm, weil viele haben mich halt eben gefragt, hey Maxim, viele haben mitbekommen, ich bin eingestiegen, viele haben mitbekommen, ich bin im Plus und jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, sollte man noch einsteigen? Ja, wie sieht das Ganze jetzt aus? Macht ein Einstieg noch Sinn? Ja, nein, vielleicht. Und in diesem Video schauen wir uns das einfach mal gemeinsam an. Erstmal gucken wir uns einfach mal den Chart an, grundsätzlich. Für euch vielleicht auch interessant, ich habe die Tesla-Aktie schon mal gekauft, das ist aber relativ lange her gewesen. Ich bin damals, ich weiß nicht mehr genau, welcher Monat das war, aber ich bin tatsächlich rund um 2016 irgendwann eingestiegen. Und das möchte ich dir hier auch einmal zeigen, um ja, dir auch einfach mal mitzugeben, warum es sinnvoll ist, auch ein bisschen geduldiger zu sein. Weil viele Leute steigen oft in Aktien ein, ja, aber ich bin hier, glaube ich, irgendwo in diesem Dreh habe ich immer mal wieder die Aktie nachgekauft, ja, zwischen diesem Zeitraum. Und dann siehst du ja hier, dass lange nicht so viel passiert ist. Also sie ist eigentlich von 2016 bis 2019 fast seitwärts gelaufen. Ich weiß noch, manchmal habe ich mich gefreut, da war die Tesla-Aktie 20% im Plus, dann 20% im Minus. Also es war wirklich ein Hin und Her. Und trotzdem habe ich an dieser Aktie festgehalten. Und das ist ein wichtiges Learning, was ich dir schon mal mitgeben kann aus diesem Video, dass man nicht zu früh seine Investmententscheidung revidiert oder einfach rausgeht, weil was dann passiert ist, das siehst du ja hier schön am Chart. Also ich habe extrem, das war die Aktie, wo ich wirklich, also ich sage mal vom Kauf, wo ich sie verkauft habe, war 2021, also irgendwo hier habe ich sie verkauft, habe ich über, also ich glaube, es waren keine 3000%, muss ich fairerweise sagen, es waren 2100 irgendwas Prozent. Aber trotzdem absolut verrückte Rendite in der Zeit, wo ich die Aktie gehalten habe. Das schon mal als Learning vorab, nicht zu früh einfach die Aktien wieder als gescheitert zu sehen. Ja, dann ist die Tesla-Aktie eigentlich extrem, extrem performt. Hier war damals im Jahr 2020, ja, wo die Krise eben da war, ist sie einmal korrigiert und dann wirklich extrem hochgeschossen. Dann wurde sie auch ein paar Mal gesplittet, da war dann auch ein extremer Hype da. Und dann 2021 habe ich sie auch zum Glück verkauft. Wir haben dann hier vom Höhepunkt 2021 bis hin zu den Tiefpunkten hier haben wir auch nochmal 40% verloren, ja, was auch eben sehr, sehr krass ist. Und dann ist die Aktie nochmal hochgeschallt und dann haben wir hier wirklich vom Höhepunkt bis zum Tiefpunkt fast 80% verloren. Ja, und zum Glück, ja, was heißt zum Glück? Glück war es nicht, aber ich habe ganz klar hier zu dem Zeitpunkt Ausstiegsszenarien gesehen. Warum habe ich sie verkauft? Massive Überbewertung. Luft war irgendwann auch einfach raus. Ja, es wurde einfach sehr viel Hype ist hier eben auch entstanden. Ja, und das hat mich dann dazu bewegt, die Tesla-Aktie aus meinem Depot rauszuverkaufen mit Gewinnen komplett. Also ich habe komplett die Position verkauft, was auch wirklich eine sehr, sehr gute Entscheidung war. Und dann war es natürlich auch so, dass ich die Aktie eigentlich erstmal außen vor gelassen habe, weil man ja auch ganz klar, ich suche jetzt mal ein schöneres kurzfristiges Chartbild aufzubauen, weil man auch ganz klar gesehen hat, oh, die Aktie ist halt in einem Abwärtstrend. Ja, und das war wirklich eine Talfahrt, die ist immer wieder hier an dieser Widerstandslinie hier gescheitert. Hier 1, 2, 3, dann 4, 5, 6 und diese Widerstandslinie wurde auch durchbrochen. Das heißt, auch chartmäßig sieht das Ganze interessant aus und auch ganz transparent für euch, kann ich euch gerne auch einmal einblenden. Hier blende ich es einmal ein, wann ich gekauft habe, zu welchem Kaufkurs auch und es ist exakt hier gewesen, weil ich mir eben die Aktie nochmal neu angeschaut habe, fundamental. Und auch grundsätzlich mäßig macht das Ganze Sinn. Bin dann hier eingestiegen zu, das ist jetzt hier in Dollar die Chartansicht, aber ungefähr zu 161 Dollar oder sowas. Ihr seht es jetzt in der Einblendung. Da seht ihr meinen Kaufbeleg bzw. meinen Screenshot von meinem Depot. Und dann ist die Aktie hier richtig hochgeschallert innerhalb von einer relativ kurzen Zeit. Also ich stehe jetzt ungefähr, ja, ich glaube 44% im Plus. Ich kann es euch sowieso jetzt auch einfach mal live zeigen, dass ihr das auch seht. Dass wir jetzt auch die tagesaktuelle Performance haben. Wir haben jetzt den 8. Juli, wo ich das Video aufnehme. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Wir haben heute einen Minus bei Tesla von 1,44%. So, und wir sehen jetzt, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, das spiegelt ein bisschen. Ich habe 4.000 Euro investiert. Wir sind jetzt bei einem Gesamtwert von 5.677 Euro, 41% im Plus, 1.600 Euro in Summe an Buchgewinne. Ja, also war ein sehr, sehr schöner Einstieg, der kein Zufall war. Ja, also es macht auch keinen Sinn, einfach drauf zu gucken, oh, die Aktie fällt, ich gehe jetzt hier rein. Da wäre man auf jeden Fall sehr, sehr stark im Minus, wenn man hier einfach irgendwo eingestiegen wäre. Also du musst wissen, was du tust bei der Analyse und das soweit zu meinem Einstieg. Die Frage ist natürlich, macht es jetzt noch hier weiterhin Sinn zuzukaufen, einfach jetzt hier irgendwo reinzugehen? Sieht jetzt alles positiv aus, hin oder her? Ja, und dazu gucken wir uns jetzt erstmal ein bisschen die fundamentalen Sachen auch eben an. Also was mich immer gestört hat, war halt, dass die Tesla-Aktie ein bisschen überbewertet war. Wie sieht es denn jetzt damit aus? Ja, erstmal gucken wir mal ganz kurz ins Unternehmen rein. Ja, also für die Leute, die jetzt Tesla nicht kennen, ich denke, jeder wird das Unternehmen irgendwo auf dem Schirm haben. Tesla entwickelt, baut und verkauft Elektrofahrzeuge. Ja, also das ist immer noch so das Kernding.
Der Nettoumsatz teilt sich wie folgt auf. Also wir haben hier einmal den Verkauf von den Fahrzeugen, das macht 80% aus. Also viele Leute sagen ja, oh, Tesla ist kein Automobilunternehmen. Laut aktuellen Zahlen schon. Also wie die Zukunft aussieht, können wir uns gleich nochmal drüber unterhalten, aber laut aktuellen Zahlen schon. Dann haben wir hier Dienstleistungen, 8,7%. Das sind aber vor allem Wartungs- und Reparaturdienstleistungen. Das heißt, das ist bei jedem Automobilhersteller so. Dann Leasing, also das ist nichts, was jetzt hier irgendwie anders ist als bei anderen Automobilherstellern von der jetzigen Situation. Also ich sage nicht, dass es in Zukunft anders werden kann, aber das Geld wird heute nicht mit KI oder irgendwelchen Robotern verdient, sondern tatsächlich ja, haben wir hier diese ganz einfach gestrickten Sektoren. Ja, in Zukunft wird es natürlich vielleicht noch anders werden. Dann CEO ist immer noch Elon Musk, ja, wie auch immer das ausspricht. Hier sind sich natürlich auch viele Leute so ein bisschen uneinig, sagen sich, sollte man da diesem Menschen vertrauen? Und auch ich bin relativ, sag mal, skeptisch bei ihm. Ich bewundere ihn, er ist ein richtig, richtig krasser CEO und Entwickler und Freigeist, aber muss halt immer aufpassen, weil er kann auch sehr verrückte Dinge tun. Dann schauen wir uns mal einfach die Finanzen an. Ich hoffe, hier kann ich auch ein bisschen reinzoomen, perfekt. Ja, und hier sehen wir, wie die Marktkapitalisierung sich entwickelt hat. Ne? Also wir sind hier 2019, müssen wir uns mal vorstellen, da waren wir bei einer Marktkapitalisierung von 75 Milliarden. Das ist auch ungefähr, wo VW jetzt steht. Und ein Jahr später fast 10-mal so hoch. Und das war halt sehr, sehr krass. Dann hat sogar die Billionen hier geknackt. Ja, und dann ist das Ganze aber auch wieder, wie man hier sieht, sehr, sehr stark nach unten korrigiert worden. Also die Aktie hat eben sehr stark verloren. Er hat sich sehr, sehr, sehr schlecht entwickelt von 21 bis 22. War natürlich aber auch generell ein schwieriges Jahr hier. Ja, und dann sehen wir jetzt aktuell im Jahr 2024 eine Marktkapitalisierung von 800 Milliarden. Das heißt, ist natürlich auch wieder relativ hoch. Aber wir sehen ja, in diesem Jahreszyklus, wenn wir das hier mal beobachten, das sind ja aber 4 Jahre, dann sehen wir eigentlich, dass die Aktie jetzt in diesen 4 Jahren nichts gemacht hat. Also sie ist auf einer Stelle getreten. Und da kann man sich natürlich immer direkt mal anschauen, okay, wenn man sich jetzt hier diesen Zeitraum mal nimmt, ja, sind auch hier die Umsätze und die Gewinne auf der Stelle getreten. Und da muss man sagen, die Umsätze und die Gewinne, die sind weiter nach oben gegangen und prognosemäßig, ja, sieht es tatsächlich auch gar nicht so schlecht aus. Das ist das, was ich mir immer natürlich anschaue. Die Aktie, die kostet genauso viel wie vor ein paar Jahren, vor 4 Jahren. Ja, also da hat sich echt nicht so viel getan. Und trotzdem machen wir heute also einfach viel, viel mehr Umsatz. Wir haben im Jahr 2020 haben wir einen Umsatz von 31 Milliarden gehabt und jetzt haben wir einen prognostizierten Umsatz von fast 100 Milliarden. So, und das ist natürlich schon mal sehr, sehr positiv. Also Tesla geht voran, ja, auch wenn die Gewinne jetzt nicht so kräftig steigen und immer mal ein bisschen schwankend sind, muss man sagen, sie kommen umsatzmäßig auf jeden Fall aus dem Wachstum nicht mehr raus. Also es sieht sehr, sehr gut aus, ein gutes Momentum auch drin. Das ist die Basis, worauf ich natürlich immer achte, weil aus dem Umsatz entsteht natürlich dann auch irgendwo der Gewinn am Ende des Tages. Der ist natürlich jetzt hier noch so ein bisschen schwankend, wie wir hier sehen. Die Margen lassen auch noch zu wünschen übrig, aber ich sag mal, in der Unternehmensphase, wo Tesla ist, finde ich das absolut ertragbar in dem Sinne. Wir haben jetzt ein KGV in diesem Sinne von 115 erwartet für dieses Jahr, was natürlich im ersten Moment sehr hoch aussieht. Dabei muss man aber auch sehen, aha, wenn wir hier uns das Nettoergebnis anschauen, wir haben natürlich auch den Gewinn, der sich hier mal halbiert hat von 2023. Dementsprechend ist es ja normal, dass das Auswirkungen hat auf das KGV, aber halt eben nur für dieses Jahr. Ja, das ist ja nicht in Stein gemeißelt, weil ja, der Gewinn natürlich sich hier wieder ins Positive entwickeln soll. Ja, also das ist natürlich nicht so schön, dass wir sehen, okay, wir kämpfen uns quasi zum Gewinn von 2023 3 Jahre später wieder zurück, also was die Prognosen angeht. Aber wie gesagt, wenn man den Kontext von diesem Unternehmen versteht, auch eben ganz klar versteht, ja, dass das halt eben noch eine extreme Wachstumsphase ist, auch wenn Tesla schon dementsprechend groß ist, ja, sind sie halt immer noch in einer ganz klaren Wachstumsphase drin. Und deswegen habe ich mir Tesla dann nochmal näher angeschaut, habe natürlich eine komplette Aktienanalyse gemacht, dafür ist das Video jetzt hier zu kurz und die richtigen Insights, die teile ich auch nur mit meinen Kunden tatsächlich. Und habe ich dann eben in Kombination zu einem Einstieg, habe auch eine faire Berechnung gemacht zu dem Zeitpunkt hier und habe dann gesagt, alles klar, das macht Sinn, hier einzusteigen und hat sich dementsprechend auch schon gelohnt. Wir sind jetzt aktuell hier. Und jetzt natürlich die Frage, wie geht das weiter? Sehen wir jetzt hier extrem steigende Kurse? Meiner Meinung nach solltest du halt immer einen Plan haben, wann du reingehst. Ich würde jetzt nicht dir einfach sagen, oh ja, ich gehe jetzt einfach hier rein, weil der Maximum reingegangen ist. Ja, weil das hätte keine Substanz, einfach zu kaufen, sondern es sollte auch immer sinnig sein, zu einem guten Zeitpunkt zu kaufen. Und deswegen, wie gesagt, wenn du selber nicht bewerten kannst, ob das jetzt noch Sinn macht oder nicht, hier noch reinzugehen, dann ist das halt immer ein Zeichen, dass deine Aktienanalyse entweder noch gar nicht so da ist oder dir vielleicht ein klarer Prozess eben auch fehlt.
Und was ich dir dann natürlich empfehlen kann, ich kann es auch gerne mal zeigen, dich einfach mal zu melden für ein kostenloses Gespräch. Das Ganze, das läuft auch bei uns so ab, das findest du auch auf unserer Webseite. Ja, du füllst quasi hier ein kurzes Formular aus, das zeige ich auch gleich mal, dann analysieren wir deine Situation. Du hast ein Vorgespräch eben auch mit unserem Team. Wenn alles passt, dann kriegst du ein unverbindliches Strategiegespräch mit mir. Da können wir uns wirklich alles anschauen. Ja, das Formular sieht übrigens so aus, also ist wirklich ganz schnell gemacht. Da werden dir ein paar Fragen gestellt, kannst du alles eintragen und dann bekommen wir halt die ersten Informationen schon mal vorab von dir zugeschickt. Und dann erwartet dich da auf jeden Fall eine umfangreiche Zusammenarbeit, wenn da auch alles passt. Und hier können wir dir auch wirklich beibringen, nehme ich da wirklich an die Hand. Du kannst mir Fragen stellen zum ganzen Thema Aktien und deswegen, ja, falls dich das interessiert, ja, melde dich da gerne für ein kostenloses Gespräch. Ich freue mich von dir zu hören. Bis dahin, dein Max Merode.